überhaupt mit dabei oder haben wir sie nur im Publikum gesehen? Aroma. Nico Lecker. Doch Nico Lecker startet. Sie, das Laufphänomen im zarten Alter von 34 Jahren, läuft sie eine persönliche Bestleistung nach der anderen. Sie hat auch zum ersten Mal die Schweizer Farben vertreten an der Team-Europameisterschaft in Bükdorf und das gleich wieder mit einer persönlichen Bestleistung über die 3000 Meter und das Ganze mit einer sehr, sehr langsamen Startkilometer. Also diese Frau, die ist in Form und sie setzt sich auch gleich an die Spitze. Aber wir haben genug Zeit, wir werden da mal diese Athletin kurz vorstellen. Es sind nämlich 17, die sich auf diese 5000 Meter begeben haben. Und Sulamit Schilling von der LV Winterthur, Nathalie Philips, Dad Genève, Fiona Ertier, Sea Poyar, Céline Abbey, LV Langenthal, Livia Wespe, eine Triathletin, eine junge Athletin mit dem Jahr 2002, die zweite der U20 Schweizer Meisterschaft aus dem letzten Jahr. Rahel Meili, STB Leichtathletik, Romain Wollhauser, Athletisme, Viseux, Genève. Haben noch 6 Runden vor sich. Livia Wespe, die junge Athletin, läuft immer leicht versetzt hinter Nicole Ecker. Das ist, vielleicht, ich sage es jetzt mal so, nicht ganz so geschickt, weil bei 12,5 Runden, wenn du immer Außenbahn, Bahn 1 läufst, das läppert sich dann doch zusammen. Das sind dann doch pro Kurve etwa 1,5 Meter, die du da verlierst. Und vor allem, es ist ja auch nicht so, dass man nicht Innenbahn laufen könnte, weil so viele Frauen sind jetzt nicht in diesem Feld mit dabei, dass man eingeschlossen wird. Also die Problematik könnte sein, bei den ersten 3, 4, also das Tempo ist dann nicht so hoch. Und sie müsste sich da bei Prisco auf der Mauer vorbeischlängeln an die Innenkante. Aber Prisco auf der Mauer auf Platz 3 im Moment lässt sich hier auch nicht so wirklich viel Platz, um genau eben dorthin zu kommen, wo man eigentlich sein könnte oder müsste, um optimal Kräfte sparen zu lassen. Das ist so. Was auch zu sagen ist, das habe ich schon in einigen Wettkämpfen gesehen und man sieht das auch hier gut. Livia Wespe ist konsequent ohne Spikes unterwegs. Sie läuft immer in einem Wettkampfschuh. Sie ist sich das gewohnt von ihren Triathlon-Wettkämpfen. Jetzt sieht es so aus, als ob sie ein bisschen... Nein, das ist immer noch dieselbe Situation. Ecker vor auf der Mauer mit Livia Wespe auf der gleichen Höhe. Und jetzt wird es ihr zu bunt. Oder Nicole Ecker hat gesagt, sie solle auch mal einen Meter führen. Ja, dann würde sie jetzt aber flach vorne lassen. Das tut sie aber irgendwie auch nicht. Ja, das ist eine spannende Angelegenheit. Also es scheint, dass Nicole Ecker die Innenkante behalten möchte. Ja, das ist... wenn das Tempo sehr zusammenbricht. Ja, genau. Wir kennen das, Olympische Spiele Rio. Matthew Centrowitz, 1500 Meter Olympiasieger in einem absolut langsamen Rennen. Das war, glaube ich, 3,47 oder 48. Aber keinen Zentimeter verschenkt. Immer erste Position, immer Innenkante, keinen vorbeigelassen. So kann man auch gewinnen. Und das ist am Schluss auch natürlich das Spannende an diesen Läufen. Es ist taktisch, es geht nicht auf die Zeit, das heißt, es kann jeden Moment etwas passieren. Da würde man am liebsten schon ein bisschen in die Köpfe reinschauen bei diesen Läuferinnen. Du hast das selbst erlebt, was geht ihnen ab, was glaubst du, was denken die jetzt 4 Runden vor Schluss, 5 Runden vor Schluss? Ja, das sind verschiedene Situationen natürlich. Wenn wir jetzt die Spitzengruppe anschauen, da haben wir 6 Läuferinnen, eine verliert, die denkt jetzt, nein, ich bleibe jetzt noch dran, ich versuche, es geht nicht mehr. Und dann kommen immer die Rufe von den Trainern oder Betreuern, die du dann eigentlich ignorieren willst. Die guten Sprüche, bleib dran. Die Knie hochhalten, dann weißt du eigentlich, wenn dieser Spruch kommt, ist Hopfen und Malz verloren, dann wäre eigentlich Zeit, um das Rennen zu beenden. Aber vorne, ja, jetzt
ist es ja nicht so, dass sie wirklich eng zusammengelaufen sind. Linia Wespe jetzt zurückgebunden auf den vierten Platz. Priska auf der Mauer, natürlich eine Frau mit sehr viel Erfahrung auf diesen Strecken. Was jetzt noch hinzukommt, jetzt haben wir drei Runden oder noch zu laufen für die Spitze, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, jetzt kommen dann die Überrundungen. Und das wird dann tricky. Bleiben diese konsequent auf Bahn 1, weichen sie aus. Eigentlich müsste man sagen, immer auf Bahn 1 bleiben, weil wenn du ausweichst und die Gruppe, die von hinten kommt, auch, dann wird es eng. Oder hätte Schiedsrichter auf dem Platz, die überrundeten Athletinnen dann auf Bahn 2 rausweisen. Genau. Aber es ist immer noch so, Ecker vor auf der Mauer und das müsste eigentlich Rea Iseli sein. Und dann von der Läuferriege Gettnau ist es Flavia Stutz, die auf dem vierten Platz ist, und Livia Wespe. Die muss jetzt abreißen lassen, das drei Runden vor Schluss. Livia Wespe mit einer persönlichen Bestleistung aus dem letztjährigen U20-Finale von 17:06. Ja, die Zeit, die sehen wir nicht. Da ist die Kamera davor. Also ein Trio jetzt noch vorne. Das Trio, das du vorhin angesprochen hast. Und es ist... oder ist das Ode Salo? Ode Salo müsste das sein, vom LC Uster. Startnummer 686. Zwei Runden vor Schluss, der Antritt. Und am Laufstil an ist das Ode Salo, das ist nicht der Rea Iseli. Nicole Ecker auf dem zweiten Platz und jetzt der Konter von Nicole Ecker, das kann sie sich nicht gefallen lassen. Jemand hat ihr 100 Meter die Führungsarbeit abgenommen, aber richtig konsequent war dieser Antritt auch nicht von Nicole Ecker. Aber müssen wir sehen, Nicole Ecker mit einer persönlichen Bestleistung von 2,11 über 800, von 4,22 über 1500, die bringt sicher ein bisschen mehr Grundschnelligkeit mit. Aber bei einem 5000 Meter Lauf, nein, es ist nicht Ozalo, es ist Rea Iseli, doch? Hatte ich zu Vorrecht, ich sollte mich nicht selbst noch korrigieren. Aber auf alle Fälle ist es spannend, also eben die Überrundung hast du angesprochen, das ist sicher nicht ganz so einfach. Ecker gegen Iseli, Iseli mit persönlicher Bestleistung 16,55 in diesem Jahr gelaufen, das gibt auf jeden Fall eine persönliche Bestleistung für Rea Iseli in diesem Rennen. Und Nicole Ecker jetzt wieder mit dem Konter, sie geht außen vorbei. Ist das schon der ultimative Antritt oder nicht? Iseli kann dagegen halten. Ich bin wirklich positiv überrascht von der Athletin von Biel Athletics. Aber jetzt ist es um sie geschehen. Es ist Nicole Ecker, die jetzt davonzieht. Und das wäre dann, wenn sie es ins Ziel bringt, ihr erster Schweizer Meistertitel auf der Bahn. Und das sieht dann doch sehr, sehr souverän aus von Nicole Ecker. Also durchaus eine interessante taktische Geschichte bei diesem 5000 Meter Lauf der Frauen. Ja, und wenn man jetzt das anschaut, Nicole Ecker, die Zeit nicht ganz ihre persönliche Bestleistung, aber nicht so weit weg von ihrer persönlichen Bestleistung. 16:21 ist sie gewesen. Und jetzt, oder ist sie, 16:28:85 ist sie gelaufen. Und für Rea Iseli 16:34. Sie pulverisiert ihre persönliche Bestleistung gleich in 20 Sekunden. Chapeau, das ist eine wirklich gute Geschichte. Priska auf der Mauer auf Bronze und Flavia Stutz kommt ins Ziel. Und auch für Livia Wespe wird das eine persönliche Bestleistung geben. Sie läuft 16:53. So über den Daumen gepeilt.